Es hat was von Urlaub in Südeuropa. Viele kleine Restaurants in Düsseldorf haben die Parkplätze vor ihren Läden vorläufig in gemütliche Sitzecken für ihre Gäste umgewandelt und ihre Terrassen so vergrößert. Damit einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zur Lokalzeit kurz vor dem Wochenende. Die Stadt macht's möglich. Sie will die Gastronomie unterstützen, die zu den großen Leidtragenden der Corona-Pandemie gehört. Für die Wirte eine Möglichkeit, trotz der Abstandsregeln wieder einigermaßen Umsatz zu machen. Düsseldorf-Pempelfort wird zur Plaza. Nach langer Durststrecke ist Kaffeebetreiberin Olga Sabristova wieder glücklich auf ihrer Straße. Die ist sehr lebendig geworden und etwas tatsächlich wie jetzt im Urlaub irgendwo in Italien. Lauschige Sitzplätze statt profaner Parkplätze. Sieht gut aus, aber die Gastronomin ist auf den guten Willen der autofahrenden Anwohner angewiesen. Ich bin selber Autofahrer und ich muss ja auch jetzt irgendwo parken, dass ich mir selber Parkplatz weggenommen habe. Aber die Gäste sind sehr tolerant und machen es sehr gerne mit. Direkt um die Ecke setzt sich die erweiterte Terrassenmeile fort. Schon am frühen Nachmittag ist hier viel los. Das Outdoor-Feeling, wenn auch ganz nah am Straßenverkehr, kommt gut an. Selbst die Lokale, die geöffnet haben, ist ja irgendwie wie so ein Krematorium. Man sitzt da mit zwei Leuten, drei Leuten und trotzdem isoliert. Was alles in Ordnung ist, Corona hat sich ja seine Berechtigung, aber endlich mal, auch wenn die Straßenbahn im Hintergrund ist, aber Peanuts, endlich mal raus. Ja, wir verdrängen doch eh die Autos aus den Städten, da brauchen wir keine Parkplätze mehr. Ne, da können wir ruhig ein bisschen hier so eine gesellige Runde reinpfeifen und dann haben wir unseren Spaß. Rund 200 Ausnahmegenehmigungen hat die Stadt erteilt, um aus Parkplätzen Außengastronomie zu machen. Denn in den Kneipen, Restaurants und Cafés ist durch die Abstandsregel nur noch wenig Platz. So gibt es kaum Möglichkeit, Einnahmeverluste der letzten Monate wettzumachen. Die Ausnahmegenehmigungen haben allerdings ein Verfallsdatum. Ende Oktober soll damit wieder Schluss sein. Sehr schade, meinen die Gastronomen, denn noch wenige zusätzliche Meter für Terrassen bringen viel. Jetzt dadurch, wir die 6 Meter bekommen haben, ist bisschen mehr, sind mehr Einnahmen gekommen und wir sind auch froh darüber, dass das so gekommen ist. Und wir hoffen, dass das auch so bleibt. Das wäre super. Ich hätte mir das sehr gerne gewünscht, dass wir zumindest bis Ende des Jahres das mitmachen können, um zu schauen, wie das nächstes Jahr wird. Weil die Heizpilze jetzt zu kaufen, wäre natürlich ja sehr, sehr gut für uns, für Gastronomen. Aber man kann natürlich nicht zu viel erwarten. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt sehr, sehr kreativ einstellen und auf die neuen Zeiten uns einzustellen. Und am liebsten würden sie draußen kreativ werden für ihre Gäste. Gern auch noch im nächsten Jahr, um dieses Corona-Jahr vergessen zu machen.